Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Ich habe vor, hier noch mal ein bisschen die Läden abzuklappern nach etwas Ebenerzigen. Und ja, ich hoffe, dass wir wirklich noch was finden. Steel Broadsword, Elven Mace. Denn Ebenerz ist tatsächlich die stärkste Rüstung in diesem Spiel. Ich hatte gerade irgendwo Ebony gelesen, aber falsch. Ebenerz ist auf jeden Fall die stärkste Rüstung hier im Game. Und die will ich auf jeden Fall haben. Die gibt sonst gar nichts. In dem. Ich würde sagen, wir suchen da mal weiter. Mal gucken, vielleicht ist das hier was. Ansonsten gehen wir in eine Taverne und pennen für 10 Tage. Und dann gehen wir noch mal kurz nach Nimbleton City und schauen uns da noch mal bei der Magiergilde um. Weil die hatten da noch irgendwas aus Ebenerz. Ich glaube, hier kommen wir nicht raus. Wir hatten auf jeden Fall zwei verschiedene Items aus Ebenerz, Ebony. Und wir hatten ja nur einen gekauft, weil wir keine 25.000 dafür hatten. Ah, da ist noch ein Waffenladen. Ja, in dem waren wir noch gar nicht. Ich gehe von aus, dass wir da noch gar nicht drin waren. Sag mal, du hast bestimmt was. In Daikatan? Ja, hier hat er nicht. Ja, hier nur Elfen. Wisst ihr, was ich für eine Vermutung habe? Ich habe mittlerweile die Vermutung, den Verdacht, dass die ganzen Ebenerz-Dinger nur bei bestimmten Läden gibt's, irgendwo auf der Karte. Und die nicht einfach mal so random bei irgendwem da auftauchen. Und das heißt, ich müsste dann im schlimmsten Fall der Fälle wirklich jeden einzelnen Händler erstmal suchen. Ebony Tanto, den wollen wir nicht. Wir wollen kein Tanto. Es war schön, dass es hier jetzt ein Tanto gibt aus Ebenerz, aber ist jetzt nicht das, was ich haben will. Aber da könnten wir vielleicht hier was haben aus Ebenerz. Nein. Aber ich habe trotzdem jetzt den Verdacht, die Ebenerz-Sachen gibt es nur bei bestimmten Händlern. Und auch nur vielleicht ein bis zwei Gegenstände aus Ebenerz. Da kommt noch einer. Ach, von da kamen wir. Und jetzt hier nochmal rein. Und ja, ich müsste dann wahrscheinlich im schlimmsten Fall der Fälle googeln, wo was gibt's aus Ebenerz und im schlimmsten Fall der Fälle wirklich einen nach dem anderen abklappern. Aber ich bin auch froh, dass wir auch die Kriegerklasse, jemanden von der Kriegerklasse genommen haben. Denn hätten wir eigentlich in dem Spiel so was anderes genommen gehabt, ist es wieder Südwesten, da waren wir schon. In dem Laden. Dann suchen wir mal eine Taverne. Dann pennen wir 10 Tage durch. Vorne ist schon eine.
Hatten wir nämlich jemanden von der anderen Klasse genommen, also Klassenrichtung, der gar nicht im Kriegerbaum gehört. Hätten wir wahrscheinlich die Ebenerz-Sachen gar nicht übertragen können. Ja. Single. Eins. Ja. 10 Gold. Akzeptieren wir. Und dann. Warte mal. Vielleicht können wir hier mal fragen. Generell. Sorry, I wish I had something to say, but I don't. Okay. Hätte sein können. Dann. Camp for a while. Ach. Egal. Machen wir jetzt einmal so. 24 Stunden später. Und jetzt nochmal 9 Tage. Get a room. Single. 9 Tage. Ja. Dann machen wir es mal anders. Dann machen wir hier mal 240, einfach so. Ja, 260, genau, Maximum. Können wir jetzt auch gehen und suchen unsere Waffen und Ausrüstung mal her. Mal schauen, dass wir... Warte mal. Die waren doch im Osten. Genau, Osten. Der und der waren das bestimmt. So, Osten dahin. Boah, heute ist aber ganz schön neblig hier. So, da haben wir den ersten Laden. Dann holen wir unsere Sachen wieder. So, quatschen wir mal den mit Repair. Und Status. Ja, perfekt. Jetzt alles von dem. Können wir auch wieder ausrüsten. So. Genau, den Ebony Borg haben wir hier. Dann müssen wir Nibble City bei der Magiergilde den Ebony Bracers kriegen. Und die hatten ja noch gefehlt. Und weil ich da noch nicht verstanden hatte, was dieses Minus zu bedeuten hatte, und ich gedacht hatte, umso größer das Minus ist. Habt ihr die gerade gesehen? Egal. Umso größer das Minus ist, umso schlechter ist das, hatte ich gedacht. Da lag ich falsch, sodass es dann umso schlechter ist. Und dann können wir den Rest auch noch. Dann haben wir den wieder. Mark of Curse. Crystal of... Warte, was macht das? Ich glaube, die beiden können wir auch wieder verkaufen. Ich glaube, die bringen uns nichts. Die bringen uns gar nichts. Dann gehen wir nach Nimbleton City zum Magierbürger. Wo war denn der? Nimbleton City. Genau. Und reisen mal dahin. So, und da sind wir.
Was sagt die Uhr hier? 8.40 Uhr. Am Morgen, okay. Dann Dancing Ogre. Aber die Magiergilde, oder? Hatten wir die überhaupt markiert? Ne, ich glaube, das war nur das da. Oder wir fragen nochmal. Magiergilde? Ja, südlich. Müsste das da gewesen sein. So, dann fragen wir den auch nochmal, damit er uns das markiert. Ja. Genau, das ist es. Jetzt frage ich mich aber auch, wie viele Equipment Stores haben die? Ach, kann nicht sein, dass so eine kleine Stadt so viele hat. Aber hier, Dingens? Gerade Windhelm hat nur 3. So, du, moin. Du, sag mal, du hattest doch hier magische Items. Hatte der welche? Oder haben die dasselbe? Die haben dasselbe. Hä? Welche Stadt waren wir noch mit? Wir waren hier Amal, Winterhold. Die Magiergilde hatte, glaube ich, nichts. Solitude, da waren wir auch. Lass mal dahin. Mir scheißegal, wie lange das jetzt dauert. Ich hoffe, wir sind am helllichten Tag da. Ja, es sieht nach Nacht aus, okay. Dann suchen wir uns ganz schnell eine Taverne. Oder haben wir hier schon irgendwo was markiert als Taverne? Irgendwas? Wir haben hier gar keine Taverne markiert. Scheiße. Wir dürfen versuchen, aber immer einen Waffenladen. Bitte sag mir, dass das eine... Nein, ist keine. Das sind die Tavernen. Ich glaube hier hinter. Boah, jetzt fängt es an zu ruckeln. Keine Taverne. Dann gehen wir hier mal raus. Warum ruckelt es so? Gibt es hier irgendjemanden, der mir sagen kann, wo eine Taverne ist? Das ist Wasser. Hier geht es nicht weiter. Wie spät haben wir es eigentlich hier? 7.18 Uhr am Evening, okay. Also es wird jetzt gerade erst dunkel.
Warte, da war bestimmt irgendjemand drumherum, der mir sagen kann, wo. Sind hier nicht normalerweise drumherum immer irgendwelche Leute, die einen sagen können, wo eine Taverne ist? Hallo? Taverne. Ich brauche eine. Ja, hier waren wir schon. Doch nur eine Taverne. Taverne. Haben wir jetzt eine? So, dann pennen wir mal für 10 Stunden und dann. Moin. Ja, ein Tag, genau. Ja, akzeptieren wir, ja. Und 10 Stunden. Richtig schön geschlafen. So, und dann ab zur Magiergilde. Das ist krass, dass wir. Wir gehen noch mal rein und können noch mal für 3 Stunden. Ach so, haben direkt vor der Tür. Ah, jetzt ist helllichter Morgen. Sag mal, wo ist denn die Magiergilde? I would check in the south of here. Okay. Dann ab nach Süden. Da ist es. Wo geht's denn da jetzt rein? Hallo? Wo ist denn der Eingang? Da ist der. Oh, sorry, hab jetzt noch mal einen Schluck getrunken. You enter the Mage's Guild, it's gloomy and dreary. Ja, da kennen wir glaube ich alle schon. Moin. So, Ebony Amulet. 25.000. Dann nehmen wir das hier mal mit, ja. So. Ebony Amulet. Okay, dann machen wir den hier weg und der macht auch 20 und 15. Und der hier 22 und 17. Dann lassen wir den und verkaufen den. So, dann brauchen wir eben Equipment Store. Können wir das andere verkaufen? Auf hier. Okay, wie weit südlich soll ich noch gehen? Das ist Westen, also da. Ah, ich sehe den schon. Jetzt nur noch den Eingang finden. Ja, aber immerhin haben wir wieder was aus Ebenerz. So, dann können wir den Dings da mit viel Teil verkaufen. Den hier eigentlich auf. Mark of Curse und auf Crystal of Fire. Ja, können wir verkaufen. 393, okay. Und
Crystal of Fireball, genau. Ja. 1218, okay, geht klar. Und das Mithril-Ding da, wo haben wir den? Mithril-Amulett, ja. 468, okay. Und dann würde ich sagen, machen wir uns in der nächsten Folge auf den Weg nach Labyrinthion. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.